solche Anwandlungen immer, dass man sich mit NPC unterhält. Ja, aber ich bin da schon sehr, sehr speziell lost. Ja, guten Tag. Mahlzeit. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Auf jeden Fall im Pauseraum. Noch ein bisschen essen und trinken mit. Mahlzeit. Grüße. Ich sage, Sie können Sie mir eventuell unter die Arme greifen. Was suchen Sie? Ich fühle mich verlaufen. Das ist korrekt. Möchten Sie eine Tour haben? Ich hätte sehr gerne eine Tour. Ich habe nicht viel von den Umbaumaßnahmen mitbekommen. Wir auch nicht. War spontan und ging sehr schnell. Aus Pappe also? Ja. Ne. Einiges bestimmt sogar. Die Wände hier sind auch nicht so tief einatmen. Nicht so tief einatmen aufgrund von Asbest, oder? Nein, wie kommen Sie darauf? Wer sind Sie überhaupt? Bevor ich hier irgendjemandem eine Tour gebe. Ich hab einen Polizisten überfallen und hab mir einfach eine Uniform angezogen, weil ich gedacht habe, ich möchte mir Stelle jetzt mal die Hände über den Kopf nehmen. Neuen Räumlichkeiten angucken. Ja, wäre Tatsache möglich, aber ich glaube nicht, dass wir das nicht mitgekriegt hätten. Glauben Sie? Da bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir auch ziemlich sicher, weil wir das beste Department sind, was dieser Staat hat. Zwar auch das einzige, aber damit auch das beste. Herr Litt. Korrekt. Habe ich Ihre Nummer nicht sogar schon? Wahrscheinlich. Hatten Sie vor Ewigkeiten mal die Ehre? Wahrscheinlich. Ich bin viel im Urlaub auf Malle, denn ich pflege den Grundsatz. Ich erinnere mich. Ja, wir haben schon zusammen gesungen. Kommen Sie mit. Meine Fresse, ist das lang her. Eingangsbereich schon gesehen? Nee. Ja. Also doch, ganz kurz. Ich war vorhin schon mal ganz kurz da und war ich überfordert, habe ich mich im Pausenraum schlafen gelegt. Ja, verstehe ich. Ne? Vor allem, möchten Sie, dass der Boden spiegelt? Antwort war ja. Mhm. Ja, wir haben jetzt Fische, wir haben PD-Fische. Der Orangene ist Bob. Es sind zwei Orangene. Ja, heißen beide Bob. Ich habe eine Frage dazu. Ja. Wo kommt denn das Futter rein? Haustechniker. Da, gucken Sie, da ist so ein Dings, ein Bumsen. Ja, so, der gibt das Futter frei und macht gleichzeitig die Luft da drin irgendwie. Ach, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was Tiere angeht. Na gut. Vielleicht haben die auch so, sind das wie so Einsiedlerkrebse, einmal füttern und dann nie wieder. Ja, hier können wir jetzt gescannt. Ne, bei uns ist das alles in Ordnung. Wenn da Verbrecher so kommen, dann. Aber wir haben jetzt hier noch so einen Überwachungsraum. Da haben wir ein bisschen Sicht, einige Kameras der Stadt anzuzapfen. Da haben Sie zufälligerweise einen Akku für mich. Da könnten Sie Pech haben, nein. Brauche ich eh nicht. Na dann. So, wir kommen jetzt hier auch rein, raus zu den Fahrzeugen. Zu dem ganz normalen Parkplatz, ja? Genau. Wir haben jetzt quasi einen neuen Eingang spendiert gekriegt. Wir haben so Leitstellenrechner, die sind alle fähig. Da können wir dann unsere Akten bearbeiten, Fallnachbearbeitung machen. Mhm. Ja, Akten bearbeiten, das mache ich ja. sehr, auf jeden Fall sehr gewissenhaft. Guck mal, da haben wir den Raum für Sie. Ja, ein Besprechungsraum. Können Sie da vor dem Pult stehen und können uns ein was erzählen. Zum Beispiel, wie Malle war. Oh, Malle ist immer gut. Tatsächlich fühle ich mich hier sehr wohl. Die roten Becher haben wir... Okay, lassen wir das Thema lieber. Ich kenne das, ich darf nicht mehr nach Bulgarien fliegen. Wurde mir verboten. Warum? Ich musste danach in stationäre Behandlung. Warum? Lassen Sie uns nicht darüber reden. Okay. Wir haben jetzt auch Obst im Haus. Hab mir aus dem Pausenraum ein paar Müsli-Riegel mitgenommen. Hier haben wir Klos, endlich. War nicht abschließbar, ne? Also machen Sie so ein Schild an die Tür.
Das ist nicht schlimm. Ich habe einen recht lauten Stuhlgang, man hört, wenn ich drin bin. Wir haben aber nicht Damen- und Männer-WCs getrennt, oder? Ja, das ist alle für alle. Pausenraum hatten sie schon? Pausenraum, das mein Lieblingsauf... Ja, ich natürlich nur kurz Pause mache. Das, also, ja. Dann gewöhnen Sie sich bitte an, Ihre Sache im Kühlschrank zu beschriften. Tja, hier mal ein Schulungsraum, falls Sie sich mal weiterbilden wollen, respektive bei Ihrem Rang uns weiterbilden. Ne? Gehe ich von aus, natürlich. Falls ich nicht im Malle bin. Ja. Ja. Zwei oder in Etage 1? In Etage 3 oder in Etage 1? Wir sind jetzt auf Etage 2. Versuchen, ich weiß. Dann nehmen wir die andere erst. Also oben. Drüber. Fragen wir anders. Oh. Erst Fitnessstudio, Schießstand oder erst lieber Abhörraum? Scheißegal, Hauptsache nach oben. Die werden gleich etwas verwundert sein, Herr Litt. Da teilen Sie wahrscheinlich die Verwunderung mit unseren Kollegen. Wir haben neue Zellen gekriegt. Bei einem Luxusgrad von Alcatraz bis hin zu privat eingeknastet, alles. Was? Hier einzuziehen. Das ist schöner als bei mir zu Hause. Die begehen doch keine Verbrechen mehr und werden dafür bestraft, sondern die begehen Verbrechen, damit die hier wohnen dürfen. Wir haben demnächst nur noch Massenmörder im Staat rumlaufen, weil das hier besser aussieht wie das ein oder andere Zimmer, was die in irgendwelchen gammeligen Hotels haben. Das, da gehe ich mit. Die haben ein eigenes Scheißhaus. Das ist so korrekt. Überlegen Sie mal, 6 Verbrecher haben ein eigenes Scheißhaus. Wir teilen uns unten 2. Sehen die Zimmer alle gleich aus? Sind die alle gleich ausgestattet? Zelle 1. Du siehst, glaube ich. Das können die aber mal schön knicken. Kabel. Ja. Die Kabel zum Receiver nehme ich mit. Falls einer fragt, Fernseher funktioniert nicht. Litt hat Kabel mitgenommen. Okay. Die brauchen auch nicht denken, dass die eher Fernsehen gucken können. Wo sind wir denn hier? Pauschal würde ich sagen, wir sind hier im Knast, aber das Feeling kommt hier nicht so ganz so auf. Ja, jedenfalls gehen Sie mit Ihren Verbrechern, die Sie einknasten, dann immer hier lang. Wir gehen hier rechts lang. Und dann machen wir erstmal Fotos und nehmen Fingerabdrücke. Da ist eine Speicherkarte drin, oder? Natürlich. Wären Sie ja immer so frei. Nur damit wir das den Kollegen hinterlassen können. Bitte was? Naja, alles gut. Fingerabdrücke wollen Sie auch oder haben Sie Angst davor? Nein. Lieber nicht. Dachte ich mir. Hauptsache es ist ein schönes Foto auf der Speicherkarte. Hier haben Sie zwei Verhörräume, links und rechts, aufgebaut. Wir können reingucken, die können nicht rausgucken. Zauberglas. Ja, sowas habe ich schon mal... Ich hörte in der Dokumentation davon. Das, Tatsache. Okay. Aber falls Sie gedacht haben, es wurde verrückt, das wird noch besser. Es gibt noch mehr. Ja, natürlich. Ich glaube, ich sollte Ihnen noch vielleicht einen expliziten Raum nicht zeigen. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich bin gespannt. Ja. Hier können Sie Ihre Waffen einschließen. Wir haben eine Krankenstation. Drei Notfallbetten. Abschließbar auch als Zellen nutzbar. Das heißt, wenn wir irgendwelche Leute haben, die ins Krankenhaus überführt werden müssen, können wir die Leute einfach hier behandeln lassen. Exakt. Praktisch. Die Mediziner haben hier hinten auch ihre eigene Schaltzentrale. Was ist das hier? Zellkammer, gehen Sie, also die ist unwichtig. Ich geh mal das Krankenzimmer angucken, ne?
Okay, wir können weiter. Mhm. Elit? Ja. Sie müssten wirklich so leise wie möglich sprechen, weil wir haben sehr, 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 sehr dünne Wände. Naja, gut, das, wenn das innerhalb von einem Tag auf den anderen gebaut ist, dann erklärt sich das. Ist das nicht alles recht stabil, dick, wie auch immer. Ich wollte sie nur nochmal sagen, ja, weil ich sie gerade... Gut, das heißt obere Etage, Krankenraum, Asservatenkammer. Genau. Zweite Etage ist... Alles Büro. Wo waren die Zellen? Alles, was wir. Das ist in der dritten. Dritte ist alles Zellen, auch mit Krankenstation. Ach so, okay. Über die drei kommen sie dann auch per Leiter aufs Dach zwecks Helikopter. Umkleidekabine kennen sie schon, jetzt wird's schöner. Falls sie mal die Muße vertreten, mal ein bisschen Sport zu treiben. Ja, das mache ich natürlich regelmäßig in meiner Freizeit. Können wir weiter? In Pausenraum? Ja, klar, 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 klar. Vielleicht der interessantere Part kommt hier gleich links. Wir haben jetzt einen eigenen Schießstand. Den finde ich doch schon deutlich interessanter. Moment. Das ist immer wieder eine Schrotflinte. Tatsache gibt es hier aber genau das gleiche Problem mit den sehr dünnen Wänden. Ich verstehe. Ich habe eh kein Geld dabei. Okay, gut. Gefällt mir. Was ist hier drin? Achso, da komme ich zu ihm noch rein. Okay. Genau. Da kommen sie zu ihm, können hinten auch auf die Schießbahn laufen, wenn sie, Wahnsinn verspüren. Für die Rekruten. Quasi. Und hier haben wir den gleichen, das ist der Hinterausgang. Okay. Sehr schön. Dann wieder raus, gleicher Fahrzeug in der. Das gefällt mir. Ich finde nur, wir haben im Eingangsbereich ein bisschen wenig Platz für Laufkundschaft. Ja, das stimmt, das haben wir auch schon überlegt, wie wir das hier zur Hand haben, wahrscheinlich mit Nummer 10. Und wenn es so ein Automaten, kennst du den, wo sie sich eine Nummer ziehen und dann steht da eine Zahl und die wird eigentlich nie aufgerufen? Kenne ich von Eingangsbereichen auf meine, wenn die Clubs so voll sind. Ja, aber das passiert Ihnen doch nicht, ne? Ich bin Stammkunde. Ja, wollte gerade sagen, ist das hier auch immer so Quote? Was? Wenn man früh genug kommt? Ja. Ist dann nicht so 50-50? Ich bin, das ist nicht eine gute Mische. Ich bin einfach der gar nicht mehr rausgekehrt wird. Achso, ja klar. Ja, hier haben wir jetzt ein bisschen Platz für Fahrzeuge, für Sammeln, wenn das wir heißt, hinfahren. Der Kollege gibt mir meinen Dienstwagen. Der Kollege gibt Ihnen Ihren Dienstwagen. Ich weiß nicht, inwiefern Sie es mitbekommen haben, wie lange Sie nicht da waren, aber es gibt ein paar neue. Für Ihren Inspektor, wenn ich richtig sehe, ne? Dann können Sie jetzt auch M5 fahren. Der ist wieder zurück. Das ist der alte Bobbycar. Das ist... Scheiße, Mann, der ist wieder da! Da werde ich bekloppt im Kopf! Ei. Okay, Moment. Aber ich muss gestehen, er ist auch relativ lange wieder da. Das heißt, sie waren wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr da. Zwischendurch mal, aber also sagen wir mal, ist. Den gibt's auch noch. Mal so ein Tag, aber ich habe sehr viel Urlaub eingereicht und. Ja, klar. Also. Ist ja auch so, ja, klar. Ich verstehe das. Jetzt mal unter uns, ich komme immer wieder zurück, wenn die Kohle leer ist. Ich meine, dann muss ich ja ein bisschen arbeiten, weil. Also, das Bier bezahlt sich halt auch nicht von alleine. Ja, kommt doch an, wie sie sich anstellen, ne? Ist richtig. Gibt da Taktiken, aber irgendwann Hotel zahlt halt keiner, ne? Korrekt. Und, also. Ich bin vielleicht ein bisschen knapp bei Kasse gerade, deswegen habe ich gedacht, ich muss mal wieder den ein oder anderen Tag arbeiten gehen.
Verstehe ich, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen, fühle ich. Geht mir ähnlich. Okay, okay. So, Moment, irgendwo in meiner Tasche habe ich auch noch ein Funkgerät. Ah, da. Funkcheck. Moment. So, wollen Sie sich jetzt noch das PD angucken oder Moment. Wollen Sie auf die Straße? Moment, 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 Moment. Aus meinem Funkgerät kommt gerade noch kein Ton raus. Ich muss irgendwas. Wir hier haben Sie die Batterien vielleicht mal gewechselt, klar, wenn das ewig in Ihrer Dienstuniform lag? Moment. Haben Sie zwei neue für mich? Ja, hier. Danke. Punkt, Jack. Check. 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 Ah, ja. Jetzt mit den neuen Batterien funktioniert es auch. Waren die alten schon ausgelaufen? Ausgelaufen, Gott sei Dank nicht, sonst hätten wahrscheinlich die neuen nicht funktioniert. Und ich gebe Ihnen einen Tipp, lecken Sie niemals an Batteriesäure. Auch das nicht, wenn Sie 14 Bier getrunken haben. Also, ja, okay. Ja, okay. Ja, man... Nee, alles, verstehe ich. Also wenn Sie jetzt in Dienst wollen, dann sollten Sie vielleicht beim Auto bleiben. Das ist... Nur so als reiner Vorschlag. Keine schlechte Idee. Dachte ich mir. Wenn Sie alleine fahren, soll ich mich anschließen. Sie können sich sehr gerne anschließen. Schönen guten Tag, Frau Baxter. Hallo, guten Tag, Herr... Litt war sein Name. Der lebt auch noch. Schönen guten Tag, Herr Stark. Moin, Herr Litt. Wie seltener Gast. Was heißt ganz selten? Also, ich meine... PD Malle. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich nur in den Dienst komme, wenn das Geld auf einmal knapp wird. Ich habe selbstverständlich... Stark, kannst du mir was leihen? Ich bin pleite, ich habe nur 600.000. Ein Taui, komm schon. Ich zahle dir den zurück, versprochen. Hast du wirklich Geld? Ja. Stimmt. Banalit. Der hat mich schon mal versucht zu betrügen. Moment, was soll das denn heißen? Ich hole dir das wieder, ich fang gleich an. Ja, nächstes Jahr? Ich hole mir das wieder. Nein, ich fang gleich einfach drei Verbrecher und dann läuft der Hase schon wieder. Du hast 29.000, Litt. Ja, eben. Du hast 29.000, was möchtest du dir kaufen? Na, guck mal. Ein Jahresabo für Malle Hotel. Immer wenn ich in Malle bin, Stark, dann ist das so, dass... Ja, ich halt ein bisschen gucken muss mit dem Geld. Ich brauche auch noch was irgendwie zum Leben und was, ne? Und ich meine, die Alkoholpreise sind jetzt auch nicht unbedingt günstiger geworden. Und der Sangria-Eimer, der kostet mittlerweile 15 Dollar. Das ist halt nichts. Sind da nicht 5 Liter drin? Du hast Probleme, hast du wirklich. Also, ich weine förmlich mit dir. Hält sich denn wenigstens Außenstelle Malle ganz gut? Ja, also... Ich krieg nicht viele Verbrechen mit. War mir klar. Mit einem Eimer im Arm, da rennt sich so schlecht. Was ist denn Ihr Plan? Fahren Sie auf Streife oder was? Ja, bisschen. Gucken. Es klingt auf jeden Fall top motiviert. Ja, ja, bisschen. Gucken. Ja, das ist, Entschuldigung, aber wenn, ja, ich hab nicht so, ich hab halt nicht 03 Indus so wie Sie wahrscheinlich. Was soll das denn heißen? Okay. Ich hab überhaupt nicht. Oh, hab ich jemals betrunken meinen Dienst angetreten, Herr Stark? Wissen wir nicht, oder? Ich glaube, das habe ich nie mitbekommen. Bennett, kannst du mal einen Alkoholtest mit ihm machen? Ich fühle mich hier so wie so ein Scheidungskind gerade. Kann ich mich raushalten aus dem Ganzen? Nee, also, du, ich muss jetzt auch fahren. Tschüss, ja, wiedersehen. Ja, tschüss, Stark. Besser, ja. Nicht auf mich. Herr Litt, wurde Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Fahrzeuge jetzt auch beim Tuner etwas aufwerten können? Brauche ich nicht. Ich habe gedacht, Sie wollen den Porsche auf Krampf tief machen. Das geht jetzt. Der ist schon tief. Was ist das denn für ein Auto? Oh, mein Privatfahrzeug. Sie fahren... Ich bin arm. Was ja, soll ich machen? Ich fahre einen Schäbereck, alles gut. Ich verstehe das. Sie haben meinen Kontostand gehört.
Ja, ich bin erstaunt, einer der wenigen Kollegen, der unter meinem Kontostand ist. Das ist ja hässlich. Was wollen wir denn? Ja, vielleicht nicht nix, was 120. Es wird irgendwie nicht besser, Elit. Ist doch auch geprivatet, oder? Ja. Ja, ich habe nur einen. Hä, ich habe auch zwei Autos. Hier, nehmen wir so einen Lexus, weil den Porsche können wir sonst keinen Gefangenen transportieren. Ich gebe Ihnen einen Schlüssel, Sie fahren. Ob das eine weise Entscheidung ist? Glauben Sie mir, das ist besser. Ja, ja, danke. Deutlich besser. Na, ich wäre mir dann nicht so sicher. Sie fahren, Sie zahlen die Tankrechnung. Dann kann ich nämlich hier in Ruhe, ich hab mir hier so eine Tüte Müsli-Riegel eben aus dem Pausenraum mitgenommen. Dann kann ich hier nämlich in Ruhe nebenbei die... Steht da ein Tee auf der Tüte? Wenn das Tremblies-Schokoriegel sind, haben sie ein Problem. Jetzt ist kein Tee mehr zu sehen. Na dann, kann ja auch keiner nachvollziehen. Dann kann ich nämlich eben in Ruhe einen Riegel essen. Ein oder drei gleichzeitig? Drei gleichzeitig. Muss schneller gehen. Ah, die sind effektiv, ich merke das. Genauso im Verbrecherfang. Naja, tanken ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich weiß sowieso nicht, wann ich die Karre letztes Mal getankt habe. Kann doch natürlich sein, dass das ein oder andere an dem Fahrzeug nicht mehr ganz so funktioniert, wie es soll. Ja, eigentlich sind unsere Garagenwerte sehr hinterher, auch bei Kollegen, die im Urlaub sind, die Karren zu machen. Hoffentlich. Fahrzeug ist schon älter. Kann aber, und das ist das Gute an meinen Dienstfahrzeugen... Die 70 ist in der Pause, den Kollegen noch einen schönen Dienst. Schöne Pause. Kann nicht so viele Kilometer drauf haben. Ja, ich guck gleich mal. Ich würde sagen, wir brechen das Tank mal ab. Ich würde auch sagen, wir brechen das ab. Nur 7 fährt im Lucent Boulevard an 300 Meter. Das halt hier direkt vor der Tür, ne? So arbeitest du dich doch gerne. 40 Kilometer übrigens, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Neuwagen. Funkcheck. Check. 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 Das passt ja. Mahlzeit! Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Sie haben noch richtig Lust, sich gerade mal mit meinem Kollegen zu unterhalten. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Hey, Freundchen! Der Kollege hat... Kollege gegen den Geldautomaten. Und nachgucken, dass er seine Augen mal wieder in Ordnung bekommt, da. Bitte was? Und dann schlägt der gegen... Wer hat jetzt gegen den Geldautomaten geschlagen von ihm? Der andere Herr da in dem Weihnachtsmannkostüm, ne? Aha. Wir wollten ihm ein bisschen helfen, ne? Der hat die Karte da nicht reingekriegt. Dem ging's augenscheinlich nicht so gut. Der sah gerade ein bisschen blass um die Nase aus und ich glaube, dass der die Türe schnell zu der nächsten Apotheke genommen hat um die Ecke. Da sollten wir gleich auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten. Ja, Ryan, das können Sie gerne machen, aber... Okay, das heißt, hier ist was genau passiert? Na, wir sind hier... Wir sind hier hingefahren, er wollte ein bisschen Geld abholen, ne? Und dann hat er seine Karte da nicht reingekriegt und hat dann davor gegen den Geldautomaten gekloppt, ja. Der Typ im Weihnachtsmann-Outfit? Ja. Sie sind mit dem zusammen hierher gefahren? Ja. Und Sie wollten dem ein bisschen unter die Arme greifen? Richtig, also... Oder wollen Sie mir ganz im Ernst erzählen, dass Sie zu dem nicht gesagt haben, wir greifen Ihnen ein bisschen unter die Arme, wir zeigen Ihnen ein bisschen, wie man Geld verdient, ich zeige Ihnen, wie man den Geldautomaten ausraubt, der ist das verkackt, wir sind alarmiert worden und der rennt gerade in die Apotheke, weil ihm schlecht ist, weil er mit dem Druck nicht klarkommt. Wir haben überhaupt nichts ausgeraubt, Tommy. Wir sehen zwar ein bisschen bekloppt aus in unseren blauen Anzügen, wir sind aber nicht ganz auf den Kopf gefallen. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie den Vogel angestiftet haben, den Geldautomaten auszurauben. Scheiße, Mann, ich bin doch selber erst... Ja, das stimmt nicht, Homie, ja. Das stimmt nicht. Woher wollen Sie denn wissen, ob das stimmt oder nicht, wenn Sie die Zeit damit verbracht haben, da vorne im Auto in der Sonne zu sitzen? Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber ich traue nicht. Also geben Sie demjenigen gerade ein falsches Alibi, obwohl Sie gar nicht mitbekommen haben, ob das stimmt oder nicht. Stimmt, der Herr, ist okay. Ist okay. Scheiße, Mann, ich habe überhaupt keinen Bock auf so einen Stress, ja? Ehrlich.
Ich wollte ehrlich nur mein Geld verdienen, ah? Die wollen ehrlich ihr Geld verdienen, indem sie anderen Leuten sagen, die sollen den Geldautomaten ausrauben. Niemand raubt einen Geldautomat aus, ah? Wie kommen sie da drauf? Hier niemand. Niemand raubt einen Geldautomat aus, ah? Das heißt, der hat da einfach nur aus Spaß und Dollerei ein bisschen drauf rumgeprügelt. Anscheinend, ja. Seine Karte war anscheinend ein bisschen kaputt, ha? Seine Karte war kaputt und dann hat er auf den Automaten eingeprügelt. Ich guck mir mal an, was der da verursacht hat. Also, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ja, wenn der mal Aggressionsprobleme hat. Aggressionsproblem unter Kontrolle bekommen, mein Freund. Okay, also auseinandergeschraubt ist das Ding auf jeden Fall nicht. Der Herr, wie ist denn Ihr Name? Meiner hier, ja. Ich bin Malik Farrell. Zeigen Sie mir bitte einmal Ihren Personalausweis. Alright. Oh, guck mal, die haben neue Ananas. Scheiße, mein Freund. Ja, tatsächlich. Herr Farrell. Alright. Hm. Gut, Sie sagen also, Sie sind mit dem anderen Typ unterwegs. Wie lange sind Sie mit dem anderen Typ schon unterwegs? Sie mal Ihren Personal. Bitte. Ja, 5 Minuten. 10 Minuten ungefähr, ha? Den haben Sie wo aufgelesen? Vom Airport hier, in der Nähe. Airport. Ja, oben auf, ne? Und dann wollten Sie dem unter die Arme greifen und sind hier hin und der wollte sich Geld abheben und hat auf dem Automaten rumgeschlagen. Ja, right. Ich wollte halt dem, da muss ich halt ein bisschen Geld besorgen. Okay, Sie sagen, Sie haben den nicht dazu angestiftet. Nein, hier ist überhaupt niemand auf solche Ideen gekommen, ha? Mm. Sie sind der Erste, der hier ankam und meinte, ja, wir rauben. Und der Herr, der im Auto saß und das nicht mitbekommen haben kann, kann das bestätigen, ja? Ja. Mm. Also, ich kann bestätigen, dass Sie halt nur Geld abheben wollten, ne? Mm. Ein bisschen Kleidung kaufen. Wie ist denn die Scheiße noch, wo wir hin wollten, ne? Walnuss? Ja, Weihnachtsmann! Hallo. Einen schönen guten Tag. Hallo. Erzählen Sie uns doch mal bitte, was hier sich zugetragen hat. Und schmeißen Sie dabei nicht das ganze Interieur des Ladens um. Ich habe haben Sie Alkohol getrunken? No, my homie. Der lernt noch Deutsch, ja. Mich nervt das auch ein bisschen, aber der ist... Kein Problem. Ich bring ihm das bei. Ich bin geduldig. Was hat sich zugetragen? Ich habe da hinten meine Augen so ein bisschen sleeping. Ja, ich wollte nicht wissen, wo Sie schlafen gegangen sind. Wir sind bestimmt nicht hier, weil Sie irgendwo in einem Laden schlafen, in dem Sie nicht schlafen sollen. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung, denn der Laden gehört dem Typ mit dem Rucksack da vorne. Oh Gott. Don't scream at me. Also, ich hab noch gar nicht angefangen zu schreien. Ich wollte wissen, was sich zugetragen hat. Wir sind hier, weil wir alarmiert worden sind. Also Mann, was ist falsch mit dir? Ja, komm mal her. Jetzt machen Sie nicht wieder Ihre Griffe da vorne an den Geldautomaten. Hier hinkommen jetzt! Und wie steht ich jetzt dahin? Was hat sich zugetragen? Scream at me. I'm going. Wenn Sie der Meinung sind, Sie können sich der polizeilichen Maßnahme entziehen, können Sie das Ganze gerne versuchen. Ich halte das nicht für so eine sonderlich gute Idee. Sie dürfen mir jetzt erzählen, warum Sie hier einen Alarm auslösen. I didn't do anything. Ich habe nichts getan. Ach so, der Alarm ist von ganz alleine ausgelöst. Ich habe versucht, das Automat, meine Karte reinmachen, weil I have to get cash, you know, and it didn't work. So I go there and I slept. Like, I don't know. Ja. Okay, Moment, ich schreibe mir das mal auf. Oh, auf meinem Notizzettel steht die Aussage von Ihrem Kollegen, der gesagt hat, dass Sie auf dem Geldautomaten rumgeprügelt haben wie ein Bekloppter. Also ja. Einer von Ihnen beiden lügt mich ja jetzt augenscheinlich an. I tried to put my fucking card in this fucking machine and it's still not working. Und was hat sie dann dazu veranlasst, auf dem Ding rumzukloppen? I didn't do anything. I tried to put in my fucking card. Das ist eine Prepaid-Karte, die hier drin steckt. Das ist keine EC-Karte. Also man bist behindert? Okay, also der sagt, der hat nur seine Karte reingemacht und hat sonst nichts anderes gemacht. Sie allerdings erzählen mir gerade, dass der auf den Automaten geschlagen hat. Wer von Ihnen hat denn jetzt recht? Leitstelle ich weiß, ich hab jetzt auch mit dem Typen dahin geredet, hab irgendwas Sie? Gehört, ah, der hat ja irgendwas schon wieder irgendwas umgeschmissen, das ist halt fucking tollpatschig. Nur das aktuell lesbare Kommen. Keine Ahnung, was da richtig passiert ist, ich hab nicht... 324 würde sich das mal anschauen, Ende.
Sie sind sich eben gerade aber noch sicher gewesen, dass der Typ da drauf rumgeschlagen hat. Und jetzt sagen Sie ja, Sie haben das gar nicht so genau gesehen. Sie haben Scheiße, da gar nicht so richtig hingekriegt. Sie drehen in die ganzen Wörter in meinem Mund an. Nein. Ich gebe nur das wieder, was Sie mir gesagt haben. Scheiße, Mann. Also wer lügt? Sie oder er? Look, maybe I got a bit aggressive and tried to push my card in the bad way, you know what I mean? Also haben Sie doch auf dem Ding rumgeprügelt. I didn't geprügelt. I just tried to put in my Karte. Ich weiß ja nicht, wie man das macht, wo sie herkommen, wie man eine Karte in den Automaten steckt, aber eigentlich steckt man die da rein und der Automat, der zieht die selber ein. Wenn der sagt, dass sie darauf rumgeprügelt haben und sie sagen, sie haben das ein bisschen aggressiver gemacht. Wie kann ich denn aggressiv eine Karte in den Automaten stecken? Can I try it with you beside me? Wenn sie nicht wieder kaputt machen? Come with me. Da bin ich ja mal gespannt. Scheiße, Alter. Was macht denn der für ein Kram? Bro, der macht den ganzen Automaten kaputt, hä? Fucking machine. Don't get it. Weiß ich auch nicht, was los ist mit dem Team. Streife 60 von Leitstelle kommen. Ja, kommen Sie. Fahren Sie mal ebenfalls den Dortenhof mit ankommen. Check. Ich weiß ja nicht. Leitstelle. Also, mal drüber. Zeigen Sie mir mal die Karte. Look here. 24, es ist jetzt Code 2 am Doltenshof. Okay. Kollege, kommen Sie über die Karte 200 Meter. Das sieht mir immer noch nach einer Payback-Karte aus. Scheiße, Mann. Mit dieser Karte können Sie kein Geld abholen. Diese Karte, darauf kriegen Sie Bonuspunkte, nachdem Sie eingekauft haben. Die können Sie eintauschen gegen eine Mikrowelle, gegen einen Toaster, gegen einen Discman oder was auch immer, je nach Punktestand, den Sie erreicht haben. Wenn Sie diese Karte in diesen Automaten reinstecken, wird dieser Automat Ihnen weder einen Toaster geben noch Geld. Okay. How do I get Geld then? Dafür Scheiße. Müssen Sie eine andere Karte nehmen, Ihre EC-Karte, die man Ihnen eigentlich mit Ihren Einreisepapieren gegeben hat. Zeigen Sie mal her, Ihr Portemonnaie. So, das ist Ihre Telefonkarte, das ist die Payback-Karte, die der Kollege in der Hand hat. Das ist eine Tankkarte und dahinter in diesem kleinen Plastik-Etui, da ist Ihre Karte. Da steht auch Fliegerbank drauf. Okay. Wenn Sie diese Karte da reinstecken, dann müssen Sie einen PIN eingeben und dann, je nach Kontostand, können Sie auch Geld abheben. Für diese Karte hier, die ich Ihnen einmal wiedergebe, nehmen Sie einmal wieder die Karte ab. Für diese Karte kriegen Sie eine Mikrowelle, aber dieser Automat ist nicht in der Lage, Ihnen eine Mikrowelle zu geben. Okay, then I'm getting the Fleecer Bank card. Going to the Geldmaschine, or what is this called? I don't know what it's called. ATM, Bruder, huh? Yeah, ATM and putting my Visa bank card in. And it still doesn't work. Scheiße, Mann. Okay. Also ganz ehrlich, Sie sagen, dass Sie sich dem Herrn so ein bisschen annehmen. Ja, wir kümmern uns da drum, Homie. Der ist nicht nur unserer Sprache nicht mächtig, sondern der ist es auch nicht mächtig, ein ATM zu benutzen. Können Sie dem vielleicht erklären, wie man einen PIN eingibt, wie man diesen bestätigt und wie man am Ende an Kohle kommt? Ja, ich sag dir mal, auf legale Art und Weise. Ja, Bruder, vielleicht hältst du mal die Fresse. Ansonsten fahren Sie einmal zur Bank mit dem, aber wenn wir nochmal gerufen werden, weil einer versucht, sich mit seiner Payback-Karte an einem ATM zu schaffen zu machen, ja, right, dann werden wir den mitnehmen und dann werden wir überprüfen, ob der überhaupt alleine lebensfähig ist. Gut. Ja, yeah, right. Dann wir kümmern uns zum Relais. Dann lassen Sie uns nichts mehr zu Ohren kommen. Ich wünsche Ihnen angenehm. Yeah. Auch so. Peace out. Gut, wir fahren jetzt erstmal. Hey, warte, je nachdem, wie viele Payback-Punkte der gehabt hätte, ich könnte eine neue Mikrowelle gebrauchen. Ich habe da tatsächlich eine Verständnisfrage, Hellet, ja? Ja. Yeah. Also die Mikrowelle, ja? Die habe ich noch verstanden. Ja. Yeah. Aber wir sind schon 2020, ne? Das ist Ihnen bewusst, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange Sie auf Malle waren und was Sie da, also, ne? Also, wer braucht denn noch einen Discman? Warum? Also, frag für einen Freund, also, warum, wer,
Warum gibt's da noch Discman? Naja, zur Musik hören. Hören Sie mit einem Discman Musik, Erlitt? Ja, selbstverständlich. Ich hab sogar einen mit Antischock. Ja, da sind sie auf jeden Fall up to date, würde ich sagen. Wenn sie den in der Hosentasche haben, kann die CD nicht wackeln. Sie hören das Lied trotzdem weiter. Wenn sie keinen Antischock haben, ist das Ganze ganz schön unangenehm. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Ich frage mich nur zur Sache, was sie für Hosen tragen, dass sie ihren Discman in die Hosentasche kriegen. Sind sie so Baggy-Träger privat? Nein, aber also ich meine... Ja, nee, das müssen sie ja nicht für schämen. Ich schäme mich nicht dafür. Ich bin stolz auf meinen Discman. Ich meine jetzt eher auf die Baggy-Pants. Ach so, nein. Also Hose, das ist so eine Sache. Also manchmal muss ich den noch in der Hand tragen, je nach Laden, in dem ich gerade bin. Wollen wir mal auf dem Daltonhof mit anfangen, wo diese komischen Dispatches herkamen? Ja, können wir machen. Aber ich muss Ihnen auch eins gestehen, Herr Litt, das Schreien haben Sie nicht verlernt auf Malle. Ich habe eher gedacht, Sie kommen so ein bisschen heiser und geläutert zurück, aber... Glauben Sie mir, bei mir in der Familie sind alle mit sehr ausgeprägten Stimmbändern auf die Welt gekommen. Wir können nicht heiser werden. Das glaube ich Ihnen, nachdem ich einen Tinnitus auf dem linken Ohr habe, beim Wort. Dann stellen Sie sich demnächst auf meine andere Seite, dann gleicht sich das aus. Ja, das war mein Plan, einfach jetzt bei jedem Einsatz die Seite zu wechseln. Ich will hier eigentlich nicht rauffahren, ne? Muss ich gestehen. Hier ist immer alles so pink. Ist du mir wirklich leid? Nicht töten! Ja, nicht töten, nicht töten! Das sind keine Geister, das sind auch Bingo. Polizeibeamten. Besser? Was Hallo, geht, seid was? Ihr die Ghostbusters? Wir haben die Ghostbusters gerufen. Glauben Sie mir, wenn wir Ghostbusters wären, wäre das das kleinere Problem. Ja? Ich bin immer noch nicht die hellste Kerze auf dem Highway. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, er hat ein größeres Problem mit seinen Geheimratsecken. Nichts, ignorieren Sie mich einfach. Wir sind nur, was haben Sie... Die sind schon ganz schön hässlich. Ich glaube, die Ghostbusters mit einer Laserfalle wären Ihnen gerade lieber. Was haben Sie gegen meine Geheimratsecken gesagt? Dolly. Streife 24 von Leitstelle, komm. Also wenn ich derjenige wäre, der unscheinlich ab von allem auf einem Scheißhof lebt mit einem Haufen Autos, die aussehen wie Pimmel, dann würde ich mir nicht Gedanken über die Frisur des Officers machen. Meine Fresse kann die Streife 66, 24 und 60. Aber wir sind doch gar nicht hier, um über meine Frisur zu reden, sondern sie unterhalten sich gerade mit meinen Kollegen über das, weswegen meine Kollegen hier sind. Ja, aber das nächste Mal hätte ich gern eine Info von Ihnen, wenn Sie da anfahren. Komm. Was? Du bist untergegangen, komm. Check, Leitstelle Ende. Ignorieren Sie meine Frisur! Ich versuch's, aber das ist schwer. Gut. Können Sie mich mal anschauen? Die haben so ein bisschen Ähnlichkeit mit Abraham Lincoln oder so, wie der hieß. Mit was? Ja, mit Klinken. Lincoln oder so. Sie meinen Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, der 16. Präsident der danke. Vereinigten Staaten. Das schmeichelt mir. Wurde der nicht ermordet? Weiß nicht. Soweit ist es bei mir noch nicht. Warum sind wir eigentlich hier? Ja, wir haben Geister auf dem Hof. Sie haben die Polizei gerufen, weil Sie Geister auf dem Hof haben? Ja, wir haben Angst. Sie haben... die Polizei gerufen, ja, sorry, weil sie Geister auf dem Hof haben. Ja. Kurze Erklärung dazu, Herr Litt. Weil wir Waffen haben, sind wir angeblich Ghostbusters. Ja. Wir haben uns ja letztens unsere Doppelläufige abgenommen. Also nicht sie, weil das wüsste ich bei den Geheimratsecken, aber die anderen. Wie ist Ihr Name, Herr und Frau? Hut.
Ja. Dalton. 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 Herr und Frau Dalton, können Sie sich mal bitte einmal ganz kurz 3 Meter darüber stellen, damit ich mit meinen Kollegen reden kann. Elf ist damit Code 1. Ja. Komm. Okay, hoffen wir es fast. Ja, check. Also, unter uns, die haben augenscheinlich gewaltig einen am Kopf. Ja, das sind die Daltons. Das sind die Daltons, das ist schon immer so. Okay, das heißt, sie haben da schon mehr Erfahrung drin als ich. Ja. Die schlecken sich auch gerne mal einfach vor uns ab, ja. Okay, wenn die jetzt allerdings die Polizei verständigen und mehrere Dispatches senden, weil die hier Geister auf dem Hof haben. Und Schritte hören. Und Schritte hören. Tun wir uns, glaube ich, selber keinen Gefallen damit, wenn wir das einfach nur für bekloppt abstempeln und fahren, weil dann schreiben die den nächsten Kollegen wieder 36 Dispatches. Wir haben gerade eben schon gesagt, so, dass wir angeblich eine Nummer hätten für die Ghostbusters, damit die halt einfach Ruhe geben und dann angeblich hier heute, wenn die Nacht schlafen gehen, die Schritte, die sie hören, Ghostbusters. Und wen haben sie vor, als Ghostbuster hier hinzuschicken? Niemanden, die gehen in die Scheune, schlafen und dann denken sie, dass die Ghostbusters da waren. Den kann man halt sowas vorgaukeln. Ich bin mir sicher, dass die Polizei trotzdem noch verständigen wird. Meinen Sie? Ich werde es auch weiterhin. Ziemlich sicher. Haben Sie ein Hütchen dabei? Ich hätte eins im Auto, ja. Weiß aber nicht, ob Ihnen das gefallen wird. Das wird die Geisterfalle sein. Hat einer eine Schrotflinte mit? Die Streife 11 scheinbar momentan in einem aktuellen 1060. Also wenn das so weitergeht, dann sehen wir so einen Brett, dann nehmen wir den als X-Meins Käse. Also ich meine die aktueller 1060 am Wasserwerk und am Weinwood PD vorbei, statt einwärts Richtung Süden. Okay, wer schließt sich dem 1060 an und wer kümmert sich um die Dullis? Genauere Beschreibung konnte noch nicht festgestellt werden. Weil sie waren ja zuletzt. Haben wir Einheiten, die uns da unterstützen? Das heißt, sie kommen mit denen klar und verklickern denen, dass sie sich um die Geister kümmern? Streife 40 wird unterstützen. Benötigen Schockwarnung. An der Meeting Point vorbei am Waffenhändler. Okay, dann schließen wir uns dem 1060 an. Am großen Vanilla Unicorn rechts abgebogen. Das ist das falsche Auto! Wieder rechts abgebogen, fahren jetzt Richtung Norden. Beim McMustern links abgebogen. Schade, ich hätte den noch verklickert, dass wir Geisterjäger sind. Richtung Westen. Dann wieder rechts abgebogen Richtung Norden, fahren jetzt an der Baustelle vorbei, weiter in Richtung Norden. Am Arcadia Tower rechts abgebogen Richtung Meeting Point. An der Meeting Point rechts abgebogen, am Pizza Job vorbei, Richtung Süden. Höhe Vanilla Unicorn links abgebogen. Am Schlüsseldienst links abgebogen, Richtung Norden. Wieder links abgebogen Richtung Strawberry-Tankstelle. An der Strawberry-Tankstelle rechts abgebogen Richtung Norden, Richtung Meeting Point. An der Meeting Point links abgebogen. Fahren um die Meeting Point herum. Das ist doch jetzt direkt vor uns, oder nicht? An der Meeting Point rechts abgebogen und jetzt an der Baustelle links abgebogen zu McMustern. An McMustern rechts abgebogen. Jetzt Höhe alte Fahrschule rechts abgebogen zu Wiesn. Ich habe das Gefühl, denen ihr Auto ist irgendwie schneller wie unseres. An der Corriott-Garage gerade drüber Richtung Norden rechts abgebogen. Richtung Arcadia Tower. Vorm Arcadia Tower links abgebogen. Fahren jetzt nördlich zum Rockford Plaza. Am Rockford Plaza rechts abgebogen Richtung altes Justizgebäude. Was wird verfolgt? Ein schwarzer BMW. Ah, okay, ja, die Dinger sind schneller als alles, was wir haben geführt. Wieder beim Rockford Plaza Richtung Süden auf der linken Seite. Links abgebogen Richtung altes. Was der Angestellte Gebäude. Weiß aber keiner bisher, oder? Nee, wahrscheinlich. Am Justizgebäude rechts abgebogen. Jetzt am FIB Tower auf der Oberseite. Richtung Süden unterwegs. Brauchen kein Shotgun mehr.
Doch. Doch, doch die Nummer ist leider ein Shotcalling. Überführung, links abgebogen, jetzt an der Meeting Point vorbei, links abgebogen zum Pizza-Job, fahren jetzt Richtung Norden. Vom Highway links abgebogen in die Unterführung, neues Krankenhaus. Hatten wir durchgefunden, Baxter? Doch! Unter dem FIB doch. Tor, die Unterführung, fahren Richtung Süden. Nein! Baxter! Am McMustern vorbeigefahren, weiter in Richtung Süden. Davis Supermarkt links abgebogen, an der Waschstraße vorbei. So, jetzt zum PD in Porsche holen. Richtung Osten am Bahnhof. Ich weiß nicht, ob der schneller ist als der BMW. Ich auch nicht. Maserati holt an den der Anmeldestelle Porsche, vorbei, ich, weiter in Richtung Osten. Nun Baxter fährt den M5, glaube ich. Im Industriegebiet links abgebogen, fahrt Richtung Norden. Am LKW-Händler vorbei. Wir müssten so ein bisschen predikten, LKW-Händler. Gleich Höhe ACLS. Fahrtrichtung noch immer Norden. Am ACLS-HQ vorbei, weiter in Richtung Norden. Streifen 60, Code 1. Streifen 89, Code 1. Zum alten Krankenhaus abgebogen, Fahrtrichtung Süden. Am Check. Krankenhaus vorbei, weiter in Richtung Süden zur Meeting Point. Check. Können ihm jetzt hier weg abschneiden? Meeting Point links abgebogen. Da ist er. Ja, hier. Yo. Gerade Richtung Osten, rechts abgebogen zum PD. Am PD stehen geblieben. Streife 24 von Leitstelle kommen. Herzlich willkommen. 1030 Route 68 der Sierra kommen. Ist er positiv, kommt. Check Leitstelle Ende. Und bitte die N über den Kopf nehmen. 1060 Code 4 am PD gestellt. Die sind vorläufig festgenommen. Das haben sie sich gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass sie sich das gedacht haben. Wir haben es gerade eigentlich nicht ganz so weit. Ich kann sie direkt reinbringen. Check. Stellen Sie kurz das Auto richtig hin, ich möchte einmal sehen, wo die hingebracht werden. Für Orientierung im PD. Die haben es ja nicht eilig. Ja, wir haben es echt nicht eilig. Streife 24 Code 2 im aktuellen 10:30, Route 68. Eine Person angetroffen. Also, das sind aber nicht die von vorhin aus dem Laden, oder? Nein, die wollten wir mal von innen sehen. Sicher? Ja. Ziemlich sicher. Hallo. Bennett? Ja. Willst du mir den Rekruten mal vorstellen? Sie dürfen, Herr Litt. Viel Spaß. Das ist. Kenne nicht. So. Sie sind wer? Luke Raiden. Sind. Was ist Ihr Rang? Rang 2, ich bin Officer. Sie sind Officer und Sie nennen mich einen Rekruten. Ich glaube, ich brauche den nächsten Officer, der hauptsächlich dafür zuständig ist, mir einen Kaffee zu bringen. Ja, Entschuldigung, aber ich kenne Sie halt nicht. Sehen Sie das in Ihrem Aufgabenbereich? Ja, nein, aber... Spitze, dann sollten Sie davon absehen, mich weiterhin einen Rekruten zu nennen. Warum geben Sie mir jetzt den Ausweis? Ich muss, dass das lustig wird. Den Namen habe ich doch schon. Wenn die anderen mal kein Auge machen, dann gebe ich Ihnen auch meinen Dienstausweis. Und jetzt hätte ich gerne einen Kaffee. Hört Sie, kommen Sie. Ja, Entschuldigung, ich habe Sie noch nie gesehen. Das Kaffee! Ich davon aus, ja, Jason Craig. Ja. Hallo, Jupp. Ach, Herr Litt. Ist das Urlaubsgeld schon wieder alle? Korrekt. Moin. Jason Drake, geboren 15.06. Ich arbeite allerdings daran, dass ich das Ganze nicht verbreite, dass ich nur in den Dienst komme, wenn mein Urlaubsgeld... Fälle, wenn interessant kommen. Herr Litt? Ja? Das war das Erste, was Sie mir vorhin erzählt haben.
Na, also, aber, ja, Moment, also, Besitz von legaler Waffe ohne Lizenz sowie ATM-Diebstahl und Bedrohung. Das war auch Tatsache das Erste, was wir Herrn Stark erzählt haben. Nein. Ja, Moment, aber das... Das heißt, sobald er ein bisschen Geld zusammen hat, ist er wieder im Urlaub. Okay, ja, das Urlaubsgeld ist alle her, jo. Okay. Ja, ich finde das nicht verwerflich. Leider sind unsere einzigen Einsätze ein Typ gewesen, welcher... Seine Payback-Karte, er hat versucht, sich eine Mikrowelle aus einem Geldautomaten mit einer Payback-Karte zu ziehen. Das ist nicht sonderlich erfolgreich gewesen, weder für ihn noch für mich. Die anderen sind zwei Dudes namens Dalton gewesen, welche der Meinung sind, sie haben Geister auf einer Farm und hören irgendwelche Geistergeräusche. Und dann der 1060, also ich meine, noch Zeit für Malle ist nicht. Nee, bitte sehr. Vielen Dank, Herr, wie war Ihr Name? Bei ihm wird es eigentlich einmal Aiden reichen, zu durchsuchen, wenn Raiden. Er nichts dabei hat. Raiden, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Raiden. Ja, meinerseits. Ich glaube, eine Spitzhacke. Aber wie gesagt, Entschuldigung, ich habe sie noch nie hier gesehen, deswegen bin ich davon ausgegangen, auch wegen der normalen Hose, dass sie jetzt noch gut sind. Scheint ja nicht so zu sein. Was hat das mit meiner Hose zu tun? Weiß ich auch. Ja, die meisten Rekruten tragen die immer... Ja, das hat wenn man mir dann jemanden so noch nie gesehen hat, dann warum darf davon ich davon halt aus, vor allem wenn wir gerade eine neue Moment, was habe ich verpasst? Was ist ja, falsch an meiner Hose? Ja, nichts, aber ich glaube, ich brauche eine neue Hose. Ich bin der Meinung, die anderen haben halt alle bloß keinen Geschmack, deswegen tragen die diese Hose, weil die Moment, warte mal. Okay. Herr Jupp trägt auch die Hose. Von Leitstelle kommt? Ja, richtig. Aber Jupp, willkommen. Befinden Sie sich ja, gerade ja. Vorm Pelikon? Halt ein Zeichen von Kompetenz. So korrekt, am gestellten 1060 kommen. Check, wenn das beendet ist, die 66 mal bitte zur Leitstelle kommen. Ten-4, komm. Leitstelle Ende. Die da wo ja, ist? Irgendwo da drin im Labyrinth, nehme ich an. Einfach hier geradeaus durch. Vielleicht dürfen wir jetzt Leitstelle machen. Oder Akten. Wir können ja auch kombinieren, da sind viele Rechner. Also eigentlich müsste die Leitstelle hier sein. Allzeit. Da? Schön. Ist das die Leitstelle? 40, ja, ich bin die Leitstelle. Ja. Ich habe Ihre Nummer nicht, deshalb bietet sich ja, das gerade an. Ja, und ich kein Akku. Wir könnten tauschen. Ich habe, einen Akku hätte ich sogar. Ich gebe Ihnen eine Nummer und Sie mir einen Akku. So, hier, Sekunde, da haben Sie einen Akku. Dankeschön. Sehr gerne. So. War das der Grund? Schön. Genau, das war der Grund. Und ich dachte schon, ich werde bezahlt, suspendiert. Das wäre viel besser gewesen. Das haben Sie nicht gehört, Leitstelle! Die Streife 07 ist damit wieder Code 1. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo die Gefangenen hingebracht worden sind. Na, da, wo wir vorhin oben waren, in die Luxuszellen. Das habe ich doch schon wieder vergessen. Achso. Macht nichts. Ist das unser Fahrzeug? Ja, das ist unser Fahrzeug. Wurstig. Ja, kam durch? Ja, ich... Ich glaube, ich habe da den Knopf falsch gehabt. Ist jetzt wieder ganz. Alles klar. Tschüss, 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 tschüss. Leitstelle 62, kommen. Hört Sie, kommen Sie. Bräuchte einmal eine Halteabfrage, kommen. Und ein Kennzeichen, kommen. Gut, Tja, Ola, sonst haben Sie nicht hier verpasst. Also, ich weiß nicht, Können Sie die ich Menschen aus dem Norden Otto Ludwig Anton kommen? Oder Menschen Sie die schon? Aus dem Norden. So positiv ja, kommen? Hier die Nasen, Wasserhahn, Clan. Oh ja, das ist mir ein geläufig. Ja, die gibt's immer noch. Zugelassen auf Jason Drake. Kommen. Bin davon ausgegangen. Die waren wahrscheinlich häufiger im Gefängnis, als ich Bier getrunken habe. Ich meine, als Sie vorhin angefangen haben, von der Batteriesäure zu reden, bei 14 Bier, vielleicht ist das so Gleichstand. Okay. Ich würde mir aber mal gerne ganz kurz eine anstecken. Ich bin gerne kurz umgestimmt beim Rauchen. Ich wollte Ihnen jetzt nur die neue Gang zeigen, aber dann fahren wir das wieder. Achso, nee. Dann machen wir das zuerst. Ich kann auch danach rauchen. Also was man so Gang nennt, ne? Also das ist der Freundeskreis. Beliebige Zahl hinter einfügen. Grove Street hieß das zu meiner Zeit. Ja, nee, die gibt's immer noch. Aber da haben wir Tankstellen verbaut.
Tankstellenverbot. Das hier sind die, ja, Freundeskreis, Orangenen, nennen sie sie, wie sie wollen. Also, wo ich Urlaub mache, singt man immer über Orangene, aber... Da müssten sie erst anstimmen, um dass ich sie da abholen kann. Orange trägt nur die Müllabfuhr? Ah, ja, gut, okay, ja. Gut, ey, ich steck mir mal kurz eine an. Ja, ja. Vielen Dank, Leo, 15 Monate. Steffi Fox, Dankeschön für 10 Monate. Resub, vielen Dank, Best Buddies für 15. Vielen Dank, Hannibal für 13. Janette, Dankeschön. Nee, gar nicht. Erkiboy, Dankeschön für dein Verschenken-Sub. Legender, danke für 35 Monate. Foxjammer, danke für 53. Green Eyes, Dankeschön für deinen Sub. Vielen Dank, Sesqua, für 17 Monate. Vielen Dank, Kitsuneko, Dankeschön für 6 Monate. Maliko, danke für 14. Keksfabrik, Dankeschön für einen Prime-Sub. TK, Dankeschön für 9 Monate. Björn, Dankeschön für 6. Vielen Dank, Pity Boss für 11 Monate. Husky, danke für 21. Kuvi, Dankeschön für 16 Monate. Jolly, danke für 7 Monate. Check. Vielen Dank, Brave für 24 Monate. Crystal, danke für 24. Padrino, danke für 31. Vielen Dank, Matassa für 10 Monate. Risa Budspencer, danke für 22. Seninbarber, danke für 6 Monate. Miki, danke für 31. Kolminub, danke für 20 Monate. Nitrox, danke schön für 33 Monate. Mian Gamer, danke für 30. Mirlo, danke für 20 Monate. Silent Hill, danke für 20. Vielen Dank, Nerdek für 10 Monate. Bari Sachs, 10 Subs in die Community. Vielen herzlichen Dank. Drache, danke für 15 Monate. Vielen Dank, Jolene, für den Prime Sub. Manu Raven, 12 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Man in Blood, Dankeschön für deinen Sub. Dayma, danke für 6 Monate. Vielen Dank für deinen Support. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, Guys. Marco, danke für 6 Monate. DJ Noma, danke für dein Verschenken. Tom, danke für 11 Monate. Cola Freak, danke für 11. Janni, danke für den Prime Sub. Vielen Dank, Leute. So, ich bin ganz, ganz schnelle Pibirette. Und dann bin ich wieder da. Sorry, Chat, ich konnte euch jetzt natürlich nicht so wahrnehmen und so. Ich muss halt selber erstmal wieder in diesen cholerischen, abgefuckten Charakter reinkommen und mich da so ein bisschen reinversetzen und so. Es ist noch nicht ganz einfach für mich. Ja, wieder so aus dem Nix raus irgendwie. Das. Keine Ahnung. Es fällt mir am schwierigsten, glaube ich, mich in den Choleriker reinzuversetzen, als in alles andere. Und wenn ich eins nicht bin in Real Life, dann ist das cholerisch tatsächlich. Vielen Dank, Green Eyes, für deinen verschenken Sub. Marco, danke für 6 Monate. So, ich bin sofort wieder da, ich beeil mich. Fährt Lit? Alles gut bei euch? Wer fährt? Nein, Lit fährt nicht. Du fährst. Was ist doch jetzt nicht euer Ernst? Wie viele Polizisten sind denn hier? Aber ich war noch auf meiner Spur. Ja, warst du auch. Das war nur, ich hatte nur das Gefühl, du streifst uns gleich, deswegen bin ich rübergezogen schnell. Ah, gut, das ist nicht mein Fehler. Stark war's. Hallo Job. Oh Gott, ich hab schon gedacht, ich bin schuld. Baxter, geht's dir gut? Ich hab mir jetzt Herzinfarkt. Warum? Ich hab mir jetzt Herzinfarkt. Hat Stark das auch noch geschrien? So nein, hat er nicht. Wir sagen, Stark hat nicht geschrien, okay? Ey, Baxter! Oh mein Gott. Müsst ihr nicht arbeiten? Bitteschön. Wir machen das mal jetzt nicht. Gott. Ach, danke, Bennett. Ja, das ist Medizin auch, also für den Schreck hilft. Das ist auf jeden Fall gut gegen Herzinfarkt. Ja, auf jeden Fall. Ich gebe Stark das auch mal, warte. Ja. Du sollst die Wunden mit einreiben, so war das doch, oder nicht? Ja. Nein, du reibst dich mit Erde ein, bevor du stirbst. Ich habe ihm Dreck gegeben, Baxter. Ja, hat er auch. Echt? Ja. Okay. Oh, was hast du bekommen?
Ja, ja, auch. Mhm, auch, ich hab auch Trick bekommen. Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, klar, du mich auch mal. Mhm, mhm. Was machen die Kollegen da hinten? Abwehren, Jupp meinte, er macht sich nützlich. Jupp macht sich nützlich. Okay. Ja, soll ich euch mal ein ACLS rufen? Streife 07, irgendwo 2, 10, 33 der Kollegen. Ich weiß nicht, ob es nur verziehen war von Stark oder ob ihr euch wirklich berührt habt, keine Ahnung. Also berührt haben wir uns nicht. Im Auto geht's wunderbar. Ich bin zur Seite gezogen. Genau, einfach nur rumgezogen. Ich bin zur Seite gezogen, hab mich erschrocken, hab mich dadurch gedreht. Da vorne war es ein bisschen rutschig in der Kurve, da ist über so viel Gummi drauf. Ja, dann war es nicht die Leitung von Leitstelle. Ich muss das Auto wechseln. Hört sie, komm. Welche Kollegen kommen? Alle kommen. Die Streife 40 kommen. Ja, check, Leitstelle Ende. Das ist aber eine sehr motivierte Leitstelle, gefällt mir. Okay, dann tun wir einfach so, als wäre nichts passiert. Den ACLS. Wir haben keinen Unfall, gell? Ach so. Der hört mir gar nicht zu, der hört mir einfach nicht zu, Männer. Nee, 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 also dann war, also dann habt ihr vorhin irgendwas gehabt. Ja, ja. Nein, sie haben mein Telefon kaputt gemacht, der ACLS-Leitstelle. Sie haben mein Telefon kaputt. Nein, sie haben mich auch angerufen, nämlich. So ist das nämlich gewesen. Genau, der ACLS ruft immer den Bennett an. So, wir rufen jetzt mal Frau Baxter an, die klärt das dann mit Ihnen. Hier spricht das Krankenhaus. Hast du jetzt einfach aufgelegt? Hast du jetzt einfach aufgelegt? Ja, hast du jetzt einfach aufgelegt? Du kannst ihn doch nicht anrufen, dann da wieder anrufen, mich anrufen und auflegen. Na, ich wollte da doch gar nicht anrufen. Ja, aber der ist ja rangegangen. Jetzt rufe ich da an. Die Leitstelle Alice Bennett hier, guten Tag. Hat sich erledigt, ne? Danke, dass ihr immer für uns da seid. Tschüss. Danke, dass ihr immer fürs FBI da seid. Okay, mir geht's. Genau, ich nehme gleich meine Herztabletten und dann geht's los. Ja, spülen Sie das mit dem Getränk runter. Genau, das hilft. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Ich spül das mit Dreck runter. Müssen Sie mit Stark tauschen? Die Streife 07, wieder Code 1. Die Streife 24 wechselt in den Verhörungsfunk. Danke für diese tolle Absperrung, Herr Job. Vielen Dank. Gerne. Die war lecker. Tut mir leid, riecht ein bisschen nach Zigarette. Ja, alles gut. Sie haben auch bestimmt gar nichts verpasst, als Sie hier sehr konzentriert auf Ihre Zigarette geguckt Glauben haben. Sie nur, weil ich konzentriert auf die Zigarette geguckt habe, bin ich blöd? Nee. Gut. Das mit dem Autofahren üben wir noch. Ich hab nichts falsch gemacht. Seien Sie froh, dass ich konzentriert die Zigarette geraucht habe, sonst hätte ich wahrscheinlich geschrien vor Angst. Ja, Ihrem Auto geht's noch gut, ne? Also, das sind jetzt nicht meine Fahrkünste. Naja, immerhin nichts Wilderes passiert. Das ist immer gut. Ach so, kennen Sie die Twixter schon? Nee, aber zu meiner Zeit hieß das auch Raider. Wir haben auch ein Motorrad bestimmt, oder? Wollen Sie Einzelstreife fahren? Also, warum? Weil der sehr flach war. Was ist das? Was ist was? A Trickster. Das ist eine Gang. Kein Schokoriegel mit Karamell. Nein, das ist Twixter, Twix. Ich hab gedacht, das wurde vielleicht umbenannt, sonst würden Sie mir das ja nicht erzählen. Nein, die haben die Farbe weiß. Also die Gangfarbe weiß. Okay, die heißen ja, ähnlich wie ein Schokoriegel. Das ist so korrekt, ja. Und die haben hier links ihren Hof. Aha. Sehr auffällige Leute? Mitunter die Gang, mit der man noch am meisten reden kann. Verstehe. Okay, aber sonst ist alles beim Alten. Es gibt noch die Blatz, es gibt noch die Grove.
gibt noch die Ballers. Ja, die gibt's soweit noch. Aztekas gibt's auch noch, Wasserhahn, Syndikat. Ja. Die wollen mich vielleicht umbringen, die Ballers. Okay, warum? Ah, es gab da mal so einen Zwischenfall. Wollen Sie das näher erläutern? Vielleicht habe ich eine Dame 37 Mal im Projektorraum getasert. Okay, warum? Die war frech. Okay. Bin nicht suspendiert worden, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja. Ne, solange es keine Maßnahme auch nicht gezogen hat, dann ist da auch nichts Dramatisches passiert. Wobei, ich glaube, ich wurde damals suspendiert. Ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Zu viel Bier dazwischen. Ja, natürlich nur Bier, ne? Ja, das Ding ist, beides geht nicht. Also entweder Bier oder Schnaps, aber beides gemischt führt zu Kopfschmerzen. Naja, nicht wenn man dauerhaft hält. Dann wäre ich aber Alkoholiker. Und so schlimm ist es nicht. Wie lange waren Sie jetzt auf Malle? Ja, ich habe ja nicht jeden Tag getrunken. Ich habe auch mal einen Tag geschlafen. Also. Ja, und Stadttouren natürlich, Wanderung, Meditation. Richtig, das ist eine wahnsinnig schöne Landschaft. Ja. Ja. Ich habe schon außerhalb von Ballermann 6 viel gesehen. Was denn so? 400 Meter bis zu meinem Hotel. Funkcheck. Ja, check, aber wenn check. Sie oben auf dem Hotel standen, haben Sie bestimmt auch noch ein bisschen mehr gesehen, ne? So, die umliegenden Landschaften. Ja, ich habe mir extra ein Zimmer gesucht, was direkt Blick auf den Strand hat, damit ich hier sehe, dass ich nichts verpasse. Haben Sie denn so einen auf Opa gemacht mit so einem Fernglas? Gab das Probleme? Ich werfe immer Steine auf Kinder. Wenn die sich nicht benehmen können. Gibt's am Ballermann 6 so viele Kinder, oder wie? Oh, einige. Sie glauben gar nicht, wie viele. Okay, definieren wir kurz Kinder. Naja. Also bis welchem Alter geht das als Kind durch und danach kommt Balgen und danach kommen. Naja, also ich meine. Nerven? Nur weil die auf dem Ausweis 18 sind, ne, ist das halt immer noch Kind. Naja. Aber dann irgendwann hat ein Freund zu mir wahre Worte gesagt. Er hat gesagt: Connor, pass auf, bewerf die Kinder nicht mit Steine, könnten deine sein. Und seitdem habe ich das ein bisschen zurückgeschraubt. Das Steine schmeißen oder das könnten deine sein? Das Steine schmeißen, weil könnten meine sein. Ach so. Ich verstehe. Vielen Dank, Cleaner, für 2 Monate. Duster, danke für 13. Hans Semper, danke für 17. Flammenkämpfer, danke schön für 7. Green Eyes, danke für den Verschenken. Marco, danke für 6. DJ Doma, danke für dein Verschenken. Tom, danke für 11 Monate. Ja, also ich sag mal, okay. Ja, so 25, 26 muss schon sein. Ja, dann, dann steuert ein Kind ihr Auto. Wie alt sind sie? 25. Na, ich sag ja, ab 25, 26 ist schon langsam kein Kind mehr. Komme ich langsam in die Pubertät, ja? Langsam. Hotel ist auch wieder gut besucht hier. Bis sie sehen, wie unsere Zellen aussehen. Dann wohnen die da nicht mehr, dann stehen die bei uns vor der Tür. Ah, apropos unsere Zellen, waren sie schon im State, seitdem das renoviert wurde? Nee. Wollen sie im State? Zum Gucken ja, als Inhaftierter eher nein. Ja, okay, ja, kann ich verstehen. Also in unsere Zellen will man ja auch mal ab und zu, ne? Also spätestens jetzt. Es kann zumindest nicht komfortabler sein wie das neue PD. Das stimmt, ja. Aber ist auch schick geworden. Ich lass mich überraschen. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal hier war, ehrlich gesagt. Als Inhaftierter oder als Beamter? Ich war noch nie als Inhaftierter hier. Okay. Ich begehe keine Straftaten. Außer das 37 Mal Tasern von der Dame, aber. Naja, es war. Wo geht's rein? Da hinten.
Sportgeräte sind neu auf jeden Fall. Mhm. Ja, sie können jetzt hier auch irgendwie arbeiten, aber da bin ich raus, was Arbeiten angeht. Ich auch, ich mache lieber Urlaub. Ja, aber kommen Sie von Malle weg. Bulgarien ist das neue Malle. Aha. Ja, das ist tatsächlich nicht so komfortabel wie das neue PB. Pausen- und Aufenthaltsraum für uns. Dann haben wir die Gemeinschaftszellen. Also hier noch einen Raum, falls irgendeiner der Häftlinge gerne mal lernen will und oder Abhandlungen zu machen. Mhm. Gibt es nur die Gemeinschaftszellen oder auch Einzelzellen? Gibt auch Einzelzellen. Das ist halt praktisch, ne? Ist das schon weg? Okay, das ist schick. Wir haben auch das große Kamerapaket bestellt, wie Sie hinter uns sehen. Die gab es vielleicht in Massenware günstiger. Das ist gut möglich. Ja, aber dann könnt ihr sich auf was gefasst machen. Also wenn ich einen inhaftiere, stecke ich den lieber hier rein. Sag, tut mir leid, bei uns ist leider wegen Überfüllung geschlossen. Oder ich hoffe, dass wegen Überfüllung geschlossen ist, weil, also... Ganz ehrlich, die neuen Zellen sind viel zu luxuriös. Ich meine, da würde ich mich ja einquartieren. Wir haben gestern als Kollegen uns schon gestritten, wer die erste Nacht darin schlafen darf. Moment. Ich habe die Telefonnummer von Frau Baxter nicht eingespeichert. Soll ich Ihnen nicht sagen? Ja, das wäre nett. Fünf fünf fünf? Ja. 370? Ja. 413? Ja. 18. Und machen Sie noch eine 5, die hat 4x5. Entschuldigung. Ja, das geht nicht. Moment, dann müssen wir nochmal von vorne. 5, 5, 5. Und dann noch eine 5. 5. Ja. Ja. 370? 370 413 413 18 18 Baxter. Ja, Lydia, hallo Frau Baxter. Hallo, Herr Litt. Frau Baxter, folgendes. Ich meine, ich bin ja sehr viel im Urlaub. Habe ich schon mitbekommen. Und ich meine, das soll ja natürlich, ich meine, ich muss natürlich auch ein bisschen arbeiten für mein Geld, deswegen soll es in Zukunft ja kein Dauerzustand sein, dass ich mehr im Urlaub bin wie im Dienst. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, allerdings... Ist das Geld knapp, ja? Sie wissen, das Geld, ja, das Geld, das ist natürlich ein bisschen knapp, deswegen funktioniert das mit dem Urlaub auch nicht mehr so. Jedoch brauche ich natürlich einen Aufenthaltsort, wenn ich mich auch mehr im Dienst befinden soll. Ja. Jetzt haben wir natürlich im neuen Präsidium wahnsinnig viele Zellen mit Flatscreen-TV. Ich glaube, eine ist schon belegt. Der Herr Stark ist in Zelle 6 eingezogen. Herr Stark ist in Zelle 6 eingezogen. Was müsste ich denn an Miete mehr bezahlen, wenn ich die Zelle von Herr Stark haben möchte? Das wird teuer, weil irgendwann brauchen wir Ersatzzellen. Wir haben auch riesig... Also ich habe mir gerade das... Sie können mit Herrn Stark zusammen ein Zimmer nehmen. Ich habe mir gerade das State Prison angeguckt und ich meine, das sind super viele Zellen. Ja, ich meine, wir brauchen die im PD eigentlich nicht unbedingt. Also ich meine, ich hätte einen sehr kurzen Arbeitsweg, Frau Baxter. Ich meine, Sie müssen das Positive in dieser Sache sehen. Ich habe einen super kurzen Arbeitsweg, ich kann aufstehen, bin sofort im Dienst. Ich habe keine teure Anfahrt oder irgendwas. Sie wissen aber schon, wie laut das da so manchmal werden könnte. Naja, also ich meine, wenn es ums Thema laut geht, also ich meine... Ja gut, stimmt, da habe ich lauter. Ja, das ist richtig. Aber ich weiß da, wo wir Zimmer frei... Also wir haben noch Zimmer frei. Ich würde mir auch mit Herr Stark eine Zelle teilen. Ich würde es Ihnen vorschlagen.
Aber ich könnte euch beiden auch vorschlagen, dass ihr euch auf das Ausbildungsgelände macht. Da sind ganz viele Zimmer frei. Ja, aber da haben wir ja schon wieder die Problematik mit Arbeitsweg, ne? Und kein Flatscreen-Fernseher. Ich würde den Stark das mal vorschlagen. Vielleicht würde er sie als Mitbewohner akzeptieren. Ich danke Ihnen. Halten Sie mich gerne auf dem Laufenden. Mach ich. Okay, tschö. Tschüss. Ja, ich glaube, vielleicht eine neue Bleibe. Na Mensch. Haben Sie das neue Krankenhaus schon gesehen? Nee. Also, was, wie lange war ich denn nicht da? Was habe ich denn alles verpasst? Ah. Könnte einiges sein, wenn ich das so mitkriege. Ja. Schauen Sie mal aus. Nee, ich möchte lieber nicht reingehen. Okay. Ich habe Angst vor Krankenhäusern. Ja, verstehe ich. Die haben einfach so eine ganz merkwürdige, kranke Atmosphäre. Krankenhäuser haben für Sie eine kranke Atmosphäre? Korrekt. Wie oft waren Sie auf mal im örtlichen Krankenhaus, um Sie Infusionen abzuholen? Aua, ja. Also, ich sag mal, die Vitamininfusion schützt halt vorm Kater, ne? Das ist korrekt. Dramatisch wird erst, wenn die Sie so gut kennen, dass Sie ihnen die schon mitgeben nach Hause. Nee, das nicht. Ich kann mir selber keine Spritze setzen. Können Sie kein Blut sehen, Herr Litt? Ja, doch. Blut kann ich sehen, nur nicht mein eigenes. Nach dem Motto lebt es ganz gut, oder? Bei anderen Leuten habe ich da weniger Probleme. Also ich meine, ich bin jahrelang Polizist. Ich habe schon alles gesehen. Wasserleichen und ich war... Also umkippen tue ich bei nix, aber wenn es mein eigenes außer Blut ist... Außer wenn es Ihr eigenes Blut ist. Ja, dann ist es schwierig. Moment, da ist ein Casino. Ah, Sie kennen das Casino nicht? Besser nicht. Ich habe eh kein Geld. Ja. Da, also das, was Sie haben, verlieren Sie doch sehr schnell. Also nicht, dass ich Ihnen jetzt Unglück wünsche, aber aber würde behaupten, Sie neigen zu impulsiven Entscheidungen. Wobei, gibt's vielleicht sowas wie... Sie können alles auf eine Karte setzen, ja. Ich kann alles auf eine Karte setzen? Ja. Aber lassen Sie mich raten, wir sind nicht befugt, im Dienst des Casino zu benutzen. Das ist so korrekt. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Ich glaube, ich muss außer Dienst. Um dann wiederzukommen und sich nicht mal mehr die Bleibe im PD zu leisten? Oder ich verdoppel mein Geld. Ja, oder Sie verlieren alles. Also, ich gebe Ihnen ein fiktives Szenario, Herr Litt, ja? Ja. Streife 60 Sie von Leitstellekom. Setzen Sie, was haben Sie neu? Auftrag für Sie, Konto. Fahren Sie richtig mal zur Todeskurve, dort steht wohl ein Fahrzeug ohne Person. Schauen Sie mal, ob Sie da irgendwie was rausfinden kommen. Setzen Sie alles auf eine Karte, ja? Ja. Verdoppeln. Ja. Was tun Sie? Doppelt so viel Geld haben und in den Urlaub gehen. Sie gehen dann in den Urlaub. Das juckt Ihnen jetzt nicht in den Fingern zu sagen, ja, dann machen wir nochmal. Nee, ich bin ja nicht spielsüchtig. Na, okay. Also wenn ich mein Geld verdoppeln würde, da wäre auf jeden Fall eine ganze Weile Malle drin. Und was, wenn Sie alles verlieren? Müsste ich eine ganze Menge arbeiten. Was ist Ihnen jetzt lieber? Eine ganze Weile Malle. Aber das könnte ich ja nur haben, wenn ich auch versuchen würde, mein Geld zu verdoppeln. Ich meine, ich könnte mich ein bisschen in die Sonne legen, denn also ich meine, ich lebe nach dem Motto bisschen brown, Chris Frown, aber ich habe bisher noch keine Farbe gekriegt, also dementsprechend ist es mit den Frauen auch noch keine schwierig. Frau, ja. Verstehe. Korrekt. Also zumindest keine für länger als, also. Liegt bestimmt an dem Braunton ihrer Haut. Ja, woran sonst? Ich meine, ich bin also, ja sonst ein ziemlich smarter Typ. Ja. Das glaube ich noch aufs Wort, aber vielleicht, also rein vielleicht natürlich, also. Das könnte ich mir vorstellen. Oder glauben Sie, es hat was mit meinen Geheimratsecken zu tun? Nö, darauf würde ich tatsächlich nicht abstehen. Ich meine, dafür gibt es Perücken. Vielleicht kaufe ich mir einen Hut. Oder Sie holen sich einen Hut, ja. So einen, wo Sie so zwei Dosen reinstellen können. Der wäre sehr praktisch. Aber im Dienst schwierig. Ja, ich habe den auch nicht im Dienst bei. Darf ich nicht mehr. Okay, aber jetzt bin ich neugierig. Sie haben gesagt, Sie dürfen nicht mehr nach Bulgarien. Ja, wie gesagt, ich musste danach in stationäre Behandlung. Was haben Sie in Bulgarien gemacht, was dazu führte?
Also, ich denke mal, das, was sie in Malle gemacht haben, nur mit noch günstigerem Sprit. Verstehe. Und dann brauchst halt nur drei Long Island Iced Tea aus einem 5 Liter Wodka-Plastikbehältnis. Dass man so ein bisschen die Sicht für gewisse Dinge verliert. Und wo ich herkomme, nennt man das Kopfschmerz-Wodka. 4,99 die Flasche bei Qualdi. Ja, das ist schon noch gut gegen das Zeug, was wir da getrunken haben. Und dann verliert man halt auch so ein bisschen den Sinn, Situationen zu beurteilen, Menschen zu beurteilen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Und wenn man dann auch noch nicht ganz sicher ist und nicht ganz sicher durchs Leben geht, dann kann das infektiös ausgehen. Muss ich weiter ins Detail gehen oder reicht Ihnen das? Ich möchte nicht mehr über Ihr Genital erfahren, danke. Sie hatten Blumenkohl am Pillermann. Ja, nicht ganz so schlimm. War nur eine Blasenentzündung. Okay. Was an der besagten Nacht liegen könnte, oder natürlich, weil ich mich verkühlt habe. Das Ding ist aber, das mit der Verkühlung wäre jetzt allerdings so eine Sache. Ne? Also eigentlich sind nur Damen prädestiniert dafür, Blasenentzündungen zu bekommen. Bei Männern ist das tatsächlich schwierig und kommt ausschließlich dann vor, wenn ihr Schniedelwurz ausgesprochen klein ist. Es liegt an der Harnröhre, habe ich mal gelesen. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Was ich nicht ganz so nachvollziehen kann, aber okay. Fehlt Ihnen der Vergleichswert? Nein, mir fehlt nicht der Vergleichswert. Soweit sind wir in unserer Beziehung noch nicht. Mir fehlt die medizinischen Kenntnisse dafür, um zu beurteilen, ob die Aussage, dass das an der Größe der Harnröhre liegt, relevant ist. Ne? Mhm. Streife 60, Code 2. Ich mach mal ihr Auto sauber. Aber bitte Hochglanz. Natürlich. Man muss ja nach außen aussehen, als hätte man Geld, ne? Korrekt. Dann klappt's auch mit den Ladies. Ja, klar. Und dem Blumenkohl. Das war eine Blasenentzündung, Herr Lind. Natürlich war das eine Blasenentzündung. Selbstverständlich. Ich bin auch immer wegen der Blasenentzündung in der Notaufnahme. Darauf erstmal ein Käsebaguette. Kennen Sie schon die Leslie Cheng Tankstelle? Nee. Klingt dies auch wie etwas, was man anstelle des Blumenkohls haben könnte. Können wir jetzt aufhören, über Blumenkohl zu reden, Herr Litz? Das hier ist die Leslie Cheng Tankstelle. Besitzer und Eigentümer ist Herr Leslie Cheng. Oha. Verstehe. Guten Tag. Hallöchen. Schönen guten Tag. Ich bin der neue Rekrut. Ich muss ja noch lernen alles. Ach so. Gerade schon gedacht, so, besitzt das Leslie Cheng. Oh, Rekrut lacht. Umfahrt. Korrekt. Ach so, okay. Dann will ich nicht stören. Schönen Tag. Danke, gleichfalls. Genau. Das ist gut, wenn ihr mich für einen Rekruten hält. Inwiefern? Ob die mir einen Kaffee holen? Ich meine, Raiden hat es ganz gut funktioniert, aber Raiden haben sie aber auch vor allem versammelt der Mannschaft vollkommen zur Sau gemacht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich ihn hab ins Messer laufen lassen und ich nicht aufgeklärt habe, wer sie sind, aber... Naja, eventuell, wenn die Leute mich für einen Rekruten halten, kriege ich Welpenschutz. Also so, dass ich nicht entführt werde oder ausgeraubt oder irgendwas. Dass sie nicht ausgeraubt werden. Ja, weil die sich denken, ja, ich kann doch nicht den Rekruten ausrauben. Ja, das könnte funktionieren.
Aber in den letzten Tagen wird, glaube ich, nicht darauf geachtet, welchen Rang sie haben, wenn sie hops genommen werden von irgendwem. Werden viele Kollegen hochgenommen gerade. In den letzten, also jetzt die letzten 2-3 Tage war es sehr ruhig, davor war es täglich. Hm. Und täglich mehrmals. Aber ich muss Ihnen was sagen, Herr Bennett. Mhm. Ah ja, ihr habt mir meine Visitenkarte mal gegeben vorhin, ne? Ja, liegt auf meinem Schoß, danke. Ich gebe Ihnen meine auch mal. Aber ich habe noch einen wichtigen Termin. Herr Litt? Ja. Ich setze Sie jetzt im PD ab, ne? Ja. Ich gehe davon aus, Sie steigen in Ihren Mazda und fahren zum Casino. Nein, ich rufen hab Sie, noch... Rufen Sie doch dann einfach wieder an, dann kommen wir Sie ja, wieder abholen. Ja, ja, ja. Ich muss da nur kurz zu einem Termin. Ja, natürlich. Das glaube ich Ihnen natürlich aufs Wort. Ich muss nur die Umkleide finden. Sie gehen hier rechts durch, dann links, ja. Dann erste Tür rechts. Alles klar, danke. Streife 07, Code 5 im PD. Mahlzeit. Herr Black? Sie hier und nicht auf Malle. Naja, Sie sind der 14., der das heute zu mir sagt. Dass Sie nicht auf Malle sind. Ja, korrekt. Und wundern Sie, also viele Kollegen wundern sich, mich wiederzusehen und wundern sich, mich hier zu sehen. Hat der Megapark heute zu? Und ich, nee, es ist viel mehr finanzielles Anliegen. Schon wieder? Er hat gerade festgestellt, dass es Casino wieder gibt, Blake. Naja, das... Stimmt, wir haben hier ein schönes Casino. Ja, vielleicht bin ich auch deswegen jetzt in Pause. Weil du zum Casino fährst. Ja, möglicherweise versuche ich meinen Kontostand zu verdoppeln, um danach in Urlaub zu fliegen, weil irgendwie steht es finanziell nicht so gut um mich. Die beste Idee, die man haben kann, ins Casino gehen, um seinen Kontostand zu verdoppeln. Naja, was, wenn es klappt? Wie viel haben Sie auf dem Konto? 29.000. Reicher Mann. Und naja, des Weiteren muss ich irgendwie ein bisschen Geld zusammensammeln für Frau Baxter. Warum für Frau Baxter? Ich möchte ein Zimmer mieten, oben eine Zelle. Wegen dem großen Fernseher. Kopfschmerzen. Ja, unsere neuen Zellen haben einen großen Fernseher, ein gemütliches Bett und ein eigenes Scheißhaus. Was glauben Sie, was im Hotel... Also ich meine, das sieht besser aus als in Malle im Hotel, in dem ich lebe. Glaube ich. Glauben Sie, es mit dem Casino ist nicht so eine gute Idee. So eine gute Idee. Naja, also ich meine... Einfach 29.000 nehmen und dann auf High. Weil sie sind immer oben. Deswegen High. Erstmal muss ich das Ganze finden. Ich werde mir das jetzt mal anschauen. Ich werde jetzt erstmal in Pause gehen. Ich gehe jetzt erstmal außer Dienst. Dann gucken wir mal. Ich werde mir nur oben noch irgendwas zu essen mitnehmen. Sicher. Oder so. Naja, ich wollte von oben was aus dem Kühlschrank nehmen. Herr Bennett hat mir gesagt, ich soll nicht die Sachen nehmen, die mit Tee beschriftet sind. Die würden irgendwem gehören. Deswegen Tee? Ja, deswegen will ich aus dem Kühlschrank die Sachen mit dem Buchstaben T nehmen. Ich weiß nicht, von wem die sein sollen. Einmal eine Frage an alle Einheiten. Falls jemand die Nummer von Herrn Wilhelm Ruhrstedt hat, einmal bitte bei der 78 melden. Info Ende. Keine Ahnung. Kommen Sie mit und führen mich einmal durch das Labyrinth, falls ich mich verlaufe, oder haben Sie einen dringenden Einsatz? Nö. Nee. Ansonsten, Sie müssen einfach gegenüber vom Pause. Nee, eine Etage weit. Nee. Ich weiß ja, Sie kennen sich auch nicht aus. Wunderbar, habe ich ja die beste Begleitung für mein Vorhaben. Ja. Pausenraum geht noch. Ja, ich arbeite auch daran, dass ich den immer wieder finde. Weil es da am schönsten ist. Korrekt. Ah, Pausenraum. Super. In den Raum da drüben würde ich niemals einfach so reingehen.
Wieso? Ah, Baxters Büro. Also Baxter-Führungsbüro. Ich habe keine Zugangs... Achso, ich habe mich aus dem Dienst abgemeldet. Ja, du kriegst auch nichts mehr zu essen, weil du aus dem Dienst bist. Scheiße. Na, ich muss doch nur an den Kühlschrank. Soll ich dir einen blauen Sack geben, dann nimmst du einfach alles mit. Oh, das wäre super, wenn du mir einen Sack geben, das wäre spitze. Ja, ich halte auch auf. Oh, super, so, dann haben wir hier Joghurts. Eine Butter kann man auch immer gebrauchen, die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Mortadella, auf jeden Fall, ja, die möchte ich haben. Was ist das hier? Das Gemüse, ne, das kann da liegen bleiben. Ah, guck mal, noch mehr Joghurts, ja, die nehme ich auch. So, mit anderen Kühlschrank. Guck mal, hier kriegt irgendjemand zu Hause augenscheinlich Brote geschmiert oder schmiert sie. Das sind meine, die nehme ich auch mit. Das sind die bestimmt von Braun. Das ist möglich, das sind jetzt meine Brote. Die habe ich mir natürlich von zu Hause aus vorher schon mitgebracht und den Sack, vielen Dank, Herr Black. Bitte. Denn das ist mein eigener, selbstverständlich, ja. Falls jemand man was muss die anderes Kollegen, die behauptet. Nah am Existenzminimum sind, unterstützen. Moment, da liegt noch ein Stück Kuchen. Guten Abend, Herr. Einen Rückzugsort gibt, wo ich in Ruhe eine Akte schreiben kann. Da vorne in dem Büro. In dem Büro, okay. Guten Abend. Na, Wind. Ich wollte sagen, es sind doch 36.000 Büros. Ja. Was ist da vorne? Links, 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 links. Wusste ich. So, Moment, ich brauche mein Auto. Ja. Ach so, das ist auch hier, ums Eck. Sie müssen mir aufmachen, ich habe meine Zugangskarte in der Garderobe gelassen. Gibt ihr mir jetzt überhaupt noch ein Privatfahrzeug? Nein. Leihen Sie mir ein Privatfahrzeug? Streife, 11 ist wieder gut, 1 und Code 3 zum aktuellen 10.30 sind auch auf die Welt. Früher zurückkam als in 6 Monaten. Selbstverständlich, Herr Black. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ich 6 Monate nicht da sein könnte? Keine Flieger, Ballermann, Alkohol, Frauen, Glücksspiel. Also mit Glücksspiel hatte ich bisher noch nichts zu tun. Gibt's da überhaupt Glücksspiel? Bitte? Gibt's da überhaupt Glücksspiel? Nee, also vielleicht, aber ich komme nicht so viel aus meiner Komfortzone. So. Oh, ein Porsche. Spaß mit dem Kennzeichen. Ich bedanke mich, vielleicht sieht man sich später nochmal. Ich hoffe. Ich gehe kurz mein Geld verdoppeln. Ja, bestimmt. Viel Glück. Schwere Sachbeschädigung mit anschließender Fahrerflucht. Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung. Paragraph 3 Absatz 1 StGB. Schwarzer BMW. Dreier BMW.
Ja, 3er BMW. Flüchtig gewesen. Hier Casino. In Richtung Stadt einwärts. So. Okay. Okay. Ein Casino. Cashier. Okay, das erklärt sich von alleine. Also Leute, vielleicht kann ich die fragen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Kann mir einer von Ihnen vielleicht helfen? Guten Abend. Wobei? Ich bin das erste Mal in diesem Casino und ich hörte von einem Spiel, welches in der Lage ist, mein Geld zu verdoppeln. Ja, Damon, kümmerst du dich da drum? Sie meinen sicherlich High or Low? Das weiß ich nicht, ich habe keinen Namen dazu. Also im Grunde ist es so, dass alle Tischspiele, die wir hier zur Verfügung stellen, nur mit Jetons gespielt werden können. Das heißt, ich muss erstmal Geld eintauschen. Genau. Hier bei einem Kollegen können Sie Ihr Bargeld abheben, der ist angestellt bei der Bank. Geld verdoppeln wäre nicht schlecht, aber das ist mir zu riskant. Ich hätte gern alles, bitte. Alles? Ja. Dann toi toi toi. Okay, wo bekomme ich Jetons? Ich nehme an beim Cashier. Genau. So, einmal alles, bitte. Danke. Ich möchte dich fragen, ob Sie schon kontrolliert worden sind von oder ob Sie kurz einen Ausweis für mich hätten. Selbstverständlich habe ich einen Ausweis für Sie. Ich danke Ihnen, Herr Litt. Dann haben Sie den Ausweis einmal gleich wieder. Sind Sie bewaffnet? Ja. Dann müssten Sie bitte die Waffen kurz abgeben. Die können das ist leider nicht möglich. Ich bin Angestellter des LSPD. Ich bin nur kurz in Pause, um mein Geld zu verdoppeln. Das heißt, wenn Sie nicht im Dienst sind, dann... Sie können mich aber sehr gerne begleiten, wenn Sie möchten. Ich habe nicht vor, hier irgendwelchen Unfug zu machen. Okay, dann kommen Sie mit. Ich bräuchte sowieso jemanden, der mir zeigt, wo ich lang muss oder wo ich hin muss. Im Grunde müssen Sie dann einfach nur hier, oben steht schon drüber geschrieben, den Table Games folgen. Da hinten kotzt jemand. Bitte? Da hinten kotzt jemand, haben Sie es nicht gehört? Da werden sich meine Kollegen definitiv drum kümmern. Okay, ich sehe schon, hier geht es um viel Geld. Genau. Hier vorne links können Sie Blackjack spielen, aber das Spiel, das Sie wahrscheinlich meinen, ist hier hinten halber rechts. Bei dem Kollegen, da können Sie dann rangehen. Soll ich Ihnen das Spiel kurz erklären?
Ich nehme an, das ist selbsterklärend. Ich lege meine Gin Tonics auf den Tisch und sage ihm, ob ich eine hohe oder eine niedrige Karte haben möchte, richtig? Genau, dann haben Sie recht. Und entweder der behält all mein Geld oder ich habe das Doppelte. Genau, Sie haben es verstanden. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Nö, das wär's tatsächlich. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Glück. Vielleicht gewinnen Sie ja was. Das wär's schon. Ich finde den Ausgang alleine. Danke. Brauchen Sie einen Porsche? Ein Porsche? Lit. Haben Sie es geschafft? Ich war im Casino. Ich bin noch im Casino. Mhm. Haben Sie nicht mehr 30.000 auf Ihrem Konto? Sagen wir so. Es gibt da gewisse Lebensumstände im Leben eines Mannes, welche das Konto eines Mannes stark belasten. Sie haben 30.000 verloren. Kommen wir zurück zu Ihrem Blumenkohl. Nein, nein, nein. Wir gehen weg von der Art von Geschehnissen, Herr Black. Herr Litt, jetzt sind Sie dran mit Ihren Problemen. Und ich glaube, Sie haben jetzt ein sehr großes Problem geschaffen. Brauchen Sie einen Porsche? Warum? Was soll ich mit einem Porsche? Er ist rot und schön. Ist wir haben einen roten Porsche. Leider in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Porsche war in einem Verkehrsunfall verwickelt. Ich habe allerdings bereits den Verkehrsunfall dokumentiert. Herr Litt, vielleicht sollte ich Ihnen gestehen, dass ich gerade neben Herrn Black sitze. Fügen Sie den bitte in eine Telefonkonferenz. In eine Telefonkonferenz, natürlich. Also vielleicht ist für Sie auch noch die Info relevant, dass wir gerade im Rahmen der legitimen Streife neben einem roten Porsche stehen. Moment. Oh. Mal, guck mal da rechts. Voll der schöne orangene Porsche. Der ist rot. Ja, kommt auf das Licht drauf an. Eigentlich ist der Feuer orange. Nee, eigentlich kommt das nicht aufs Licht an, Black. Doch, natürlich kommt das aufs Licht an. Guck mal, da vorne ist er. Der ist leider in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, der Porsche. Also, ich meine, es ist so gewesen. Ich war da vorne und es kam ein schwarzer BMW, 3er BMW. Okay. Deswegen ist die Glühbirne vorne leider nicht mehr ganz so heilig. Der hat mich angedutscht, weitergefahren, Fahrerflucht. Ich habe aber alles aufgenommen. Womit haben Sie das denn aufgenommen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ah, okay. Kommt der Kopf raus. Wir brauchen nicht telefonieren, wenn wir nebeneinander stehen, oder? Nein. Wie sehr glaube ich, dass das gelogen ist mit dem Verkehrsunfall? Das weiß ich nicht. Wie sehr glauben Sie, dass das gelogen ist, wenn ich sage, ich werde regelmäßig im Dienst sein in den nächsten Tagen? Genauso sehr, dass es gelogen ist, wie mit dem Verkehrsunfall. Ich würde Ihnen ja sagen, ich komme für den Schaden auf, Herr Black, aber ich habe da ein kleines finanzielles Problem. Warum? Erklären Sie doch mal. Ich wurde beschissen. Okay, haben Sie auf High oder Low gesetzt? High. Und zwar Low? Ja. Oh. Herz 4, glaube ich. Im Casino kommen Sie jetzt holen. Aber ich werde Anzeige gegen das Casino erstatten, aufgrund von Betruges. Okay. Auf welcher Grundlage? Dass Sie nicht gewonnen haben? Ich werde mir was einfallen lassen. Kann ich Ihnen ansonsten noch den einen sympathischen Mann empfehlen, der auf dem Marktplatz seinen M8 für 0 Dollar verkauft? Oder ist die Anzeige mittlerweile raus? Oh, die ist mittlerweile raus, schade. Nee, ist noch drin. Ich werde Ihr kaputtes Fahrzeug mal wieder zum PD fahren und mich in den Feierabend weinen. Okay. Soll ich dir noch 80 Dollar für den Flug nach Malle geben? Ich kann mir da nichts zu trinken leisten. Was soll ich in Malle gerade? Ja, okay. Der Urlaub ist erstmal gestrichen. Ich muss erstmal wieder ein paar Leute verhaften, um mir das leisten zu können. Dann musst du wohl arbeiten kommen. Korrekt.
Das war so geplant. Das Ding bremst halt einfach mal gar nicht. Ich komme mit diesem ganzen, man kann alles kombinieren, Ding komme ich halt immer noch nicht so klar, ne? Frau Beckzer, gucken Sie mir doch nicht beim Umziehen zu. Halt mir die Augen zu, okay? Das ist nett. Keine Hausschuhe.
gemütlich. So fast, all tied up like a